Einen wunderschönen guten Morgen aus Bad Pyrmont. Ich stehe jetzt hier am Eingang mehr oder weniger des Kurparks und Palmengartens. Es werden wahrscheinlich 1, 2, 3 Videos werden, deswegen wird dies jetzt Pyrmont Teil 1. Alles ein bisschen kürzere Videos, da meine Kamera kaputt ist und ich das Ganze mit dem Handy mache. Und da ist das irgendwie angenehmer, mehrere kleine Teile zu machen. Aber die Erfahrung hat ja jetzt auch gezeigt, dass ihr diese kurzen Videos auch gerne schaut. Daher denke ich, das wird schon ganz okay sein. Es ist Samstag. Dieses Video wird morgen erscheinen. Also top aktuell. Und das Wetter ist nachts immer noch sehr frisch, aber jetzt tagsüber um 9 Uhr schon herrlich. Kurze Hose, T-Shirt ist lauwarm, würde ich sagen, aber kann man sehr gut mit leben. Deswegen jetzt hier diese kleine Runde, was Park und Palmgarten angeht. Ich hoffe, ihr bleibt dran und euch wird das Ganze auch gut gefallen. Und so kleine Schönheiten wie jetzt hier mit dem Brunnen vor diesem tollen historischen Gebäude. So gibt es in Pyrmont ganz viele Ecken. Wenn man jetzt hier in den Kurpark reinkommt, hat man direkt ein herrliches Bild. Schaut euch das mal an. Das ist eine gepflegte Anlage. Wunderschön. Wenn man jetzt hier so an den Mittelweg geht, sieht man auch dort unten die ganzen Alleen schön. Überall stehen zwischendurch diese riesigen Palmen. Dieses Blütenmeer mit den Bänken. Und die satten Grüntöne, dadurch, dass wir jetzt doch recht viel Regen hatten, ist hier natürlich alles ja, wunderschön begrünt und am Blühen. Dazwischen kommen so kleine schöne Brunnen. Die Luft fühlt sich total klar an. Ich mag auch das Pyrmonder Wasser hier. Also das ist so weich, im Gegensatz zu dem Wasser, was es bei mir daheim gibt, was ja sehr kalkhaltig ist, ist das hier nahezu ja, ein Balsam, könnte man fast sagen. Und hört mal das Plätschern. Herrlich. Dann die einzelnen Häuschen, die hier so stehen, alle in einem ähnlichen Stil. Das hat schon was. Dann hier vorne ist dieser Konzertplatz, wo auch einiges ja, geboten wird, wenn man hier diese Kurkarte hat. Kann man ja hier in den Kurpark und Palmgarten jederzeit kostenlos rein und teilweise auch an den Veranstaltungen teilnehmen. Und mit dem Ambiente hier und den Palmen, das hat schon ein bisschen was von Südeuropa. Ist echt ein Genuss, Leute. Ist echt ein Genuss. Ich hoffe, ich sabbel nicht zu viel. Aber das ist auch ein bisschen dem geschuldet jetzt, dass ich mit dem Handy filme. Und da mit der Videoschnittsoftware, die ich auf dem Handy jetzt habe, ja nicht ganz so viele Sachen zusammenfügen kann, wie ich das möchte,
beziehungsweise den Dreh noch nicht ganz raus habe. Aber ihr könnt ja jederzeit vorspulen oder ausmachen, was ich nicht hoffe. Aber die Option besteht ja. Und jetzt geht's mal auf die andere Seite. Hier so schöne kleine Figürchen mit diesem tollen Hintergrund da. Ich denke, dass man da die Quelle sehen wird. Und hier ist der Lautenspieler und der Lauscher. Ich hoffe, die Farben werden hier in dem Video so gut dargestellt, wie ich sie jetzt auf diesem Bildschirm ja auch sehe. Weil das ist echt die wahre Wonne. Das ist so satt, das Grün, der Himmel ist so blau. Da haben wir uns ja alle nachverzerrt in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen. Das wurde echt Zeit, dass wir mal so ein Wetter haben. Ja, hier ist die Quelle tatsächlich nicht zu sehen. Aber es gibt unten in der Stadt definitiv noch die Möglichkeit, auch mal zu der Quelle runterzuschauen. Aber auch hier mit den Zeichnungen ist trotzdem ein Blick wert. Ja, und von hier, wenn ich mich jetzt langsam drehe, hat man noch mal so einen schönen Rundumblick durch den Großteil des Kurparks. Es ist einfach wunderschön. Ich hoffe, euch hat jetzt dieser erste Teil hier von der Ecke gut gefallen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ich find's klasse. Macht's gut, euer Markus.